Okay, und da sind wir doch zu einer weiteren Aufnahme von Minecraft Hardcore. Ich habe tatsächlich gedacht, es wird heute nichts mehr, aber anscheinend doch. Ich habe mir überlegt, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich will eine Zuckerrohrfarm, eine automatische, aber ich wusste nicht, wo ich sie hinhaben will. Und dann hatte ich erst überlegt, sie hier hinzubauen. Nur das haut von der Höhe her einfach nicht hin. Also das ist... Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwie noch was einfügen können. Dass wir den Bereich noch irgendwie nutzen. Vielleicht eine schöne Glasfront hier haben, wo man irgendwelche Farmen sieht. Aber zumindest mit der Zuckerrohrfarm wird das nicht funktionieren. Aber da unten der Teil, den müssen wir sowieso noch ein bisschen aufhübschen jetzt, wo wir hier nicht mehr die ganzen Kisten haben. Deswegen, wir werden das Portal ein bisschen verlegen. Das hier kommt weg. Und dann ziehen wir hier noch ein paar Gänge rein und machen hier noch... halt die Zuckerrohrfarm und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Mal schauen. Aber dann haben wir hier einfach auch noch eine Front, wo wir schöne Sachen erweitern können. Deswegen. Und vielleicht machen wir heute noch entweder die Drowned Farm. Ich habe tatsächlich eine Schematic gefunden dafür und habe auch schon die Materialien bereitgelegt. Wir müssen nur gucken, wo wir sie hinbauen. Ich habe zwar schon mal gescoutet, aber noch keinen endgültigen Platz gefunden. Beziehungsweise ich bin mir noch nicht sicher, ob der Platz, den ich gefunden habe, dafür wirklich geeignet ist, weil ich... Das Ding ist, Flüsse haben etwas komische Grenzen. Die orientieren sich nicht an den Chunk-Grenzen. Das ist das, was es ein bisschen kompliziert macht, sie zu benutzen. Zumindest in Prä-1.18-Gebieten. In 1.18-Gebieten sind sie ja größer, da passt das normalerweise. Aber vorher halt nicht. Alternative wäre, dass wir zum Ozeanmonument gehen, oder zum Nether-Monument besser gesagt, und den Grinder praktisch in den Nether verlegen. Ich habe nur da noch ein bisschen die Befürchtung, dass, weil die beiden Portale sich dann so nahe sein werden, dass wir irgendwann dann im Grinder landen und das unsere Hardcore-Welt beendet. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal Recording. Los geht's. Haben wir hier noch was drin? Ja, und das sollten wir vielleicht erst einmal da wegnehmen. Wir machen es einfach so. Nein. Das Zeug hätte ich eigentlich auch mal in das Sortiersystem einbinden müssen, aber wir haben ja jetzt auch einen extra Bereich für Nether und Endzeug. Hallo? Genau, und hier ist die Seite, wo wir... Das Ding ist, dann haben wir nämlich auch noch ein paar Querverbindungen da. Ich weiß noch nicht, wie wir die nutzen werden, aber wir haben sie dann. Spielt Colonel Sanders demnächst mit? Nein. Ich denke nicht. Wie läuft denn eure Beziehung so? Ich möchte nicht darüber reden. Ich sollte vielleicht mal Sandstein mitnehmen. So, hier die Wand, das wird Sandstein. Dann haben wir hier Redstone. Erde und... das Zuckerrohr. Er hat einfach keine Zeit, weißt du?
Wir hatten ja leider nicht das goldene Ende. Ach, hier sind wir. Krass. Wann kommt die nächste Dating-Simulation? Keine Ahnung. Ich weiß im Moment nicht mal, ob ich die drei Slots für Streams überhaupt beibehalten kann. Weil heute habe ich schon wieder gemerkt, dass es vielleicht doch zu viel ist. So, pass auf. Wir haben... Wie viele waren denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig gezählt. 5, 6, 7, 8. Moment. Ich bin gerade so verwirrt. Hier ist die Wand. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss hier die Wand hin und dann müssen wir hier noch einen rein. So, dann haben wir das. Hier machen wir auch gerade mal. Moment, wir brauchen roten Sandstein dafür, dass wir wissen, dass da Redstone draufkommt. Und apropos Redstone, gehen wir mal kurz zum Kleriker. Weil Redstone haben wir leider nicht so viel, beziehungsweise ich möchte nicht das Erz halt verwenden. Komm, reset deinen Trade. Genau. Dankeschön. So, ich denke mal, die Observer werden sehr teuer. Warte, kommt das überhaupt an? Ja, okay. Wir sortieren damit den ganzen Blöcken sehr gut. So, wir machen mal kurz das Portal weg. Das könnte uns ein bisschen stören.
Wenn man genau hinhört, sieht man, hört man noch den einen Observer, nicht Observer, doch, die eine Observer-Clock, glaube ich. Wir sind hier ganz in der Nähe von dem automatischen Flaschenfüller. Wie war es mit einer großen Maya-Hauptmann-Statue? Die Kriegerstatue habe ich tatsächlich sogar schon gebaut. Also nicht hier, aber in der Testwelt. Sogar in zwei verschiedenen Varianten. Ich weiß nur noch nicht, welche davon mir gefällt. Hoch. So, bis hier müssen wir. Und hier waren Höhlen an der Oberfläche, deswegen wir sind ziemlich dicht dran. Hoch. Ach, das ist Sand. Ich dachte schon. Das ist von den verbundenen Texturen. So, wir haben Redstone. Wir brauchen Erde. Moment, Erde ist unten. So, was wir auch brauchen, ist Netherquarz. Ich glaube, für Observer brauchen wir Cobblestone. Wie ist eigentlich zu Leuten, dass etwas das nicht antwortet? Ich habe doch auf alles geantwortet. Okay, es kostet gar nicht so viel Netherquarz, wie ich dachte. 32, reicht das? Nein, reicht nicht. Das ist die Silk Touch, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die andere. Wenn ich antworte, habe ich es entweder nicht gesehen oder wüsste keine sinnvolle Antwort dazu. Sollen wir hier jetzt euch so? Wir werden hier ein bisschen hin und her geschoben, aber das müssen wir jetzt vielleicht eine Minute oder so machen. Was ist das bitte für ein cooler Kobbelgenerator? Den haben wir aber schon echt lange. Ich habe den nur vor einer Weile verlegt. Aber vorher hatten wir den auch schon. Aber hin und her schieben mit Pistons bringt auch nur was, aber eine Haste Beacon in der Ecke hat. So, dann wieder die normale zurück.
So, wir brauchen nicht den ganzen Netherquarz, wie sich herausstellte. Was wir unter Umständen noch brauchen, sind Pistons. Das braucht sowieso noch einen Moment. Für Pistons brauchen wir auch Holz. Wovon haben wir denn mal viel? So, das kriegen wir wenigstens in rauen Mengen. So, wir schauen mal ganz kurz, ob irgendwas hier im Overflow ist. Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Cobblestones kommen nicht an. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum. Also hier gehen sie durch. Hier geht gerade der Netherquarz durch. Hier ist einfach random Sand. Also hier geht der Cobblestone auch noch durch. Braucht er einfach nur ewig lange? Und da bleibt er irgendwo hängen. Okay, er braucht einfach nur lange. So, nämlich haben wir jetzt die. Jetzt wollen wir nochmal 4 Stacks von den Cobblestones. Hier kommt es an. Hier kommt es an. Jetzt kommt es hier an. Es braucht einfach nur ewig. Das sollte nicht lange dauern. Ich meine, in der Zwischenzeit können wir das Inventar nochmal kurz sauber machen. Das war, glaube ich, aber auch schon alles, was wir loswerden können. Ich glaube, die Kiste muss ich irgendwann auch mal gezielt füllen. Bei Cobblestone braucht man dann doch für einige Crafting-Rezepte. Gerade Sachen, die mit Redstone zu tun haben. So, hier. Okay, der zeigt immer von mir weg.
So. Wir machen mal hier auch vorsichtshalber eine Fackel hin. Da wird nichts spawnen können, aber trotzdem. So, wenn wir jetzt... Genau. Sehr gut. Genau das, was wir wollten. So, dann haben wir nämlich hier. Oh, Hilfe, das ist gerade aber ein bisschen viel. So, es ist hell, wir können nochmal Redstone kaufen gehen. Moment hier. So, ich muss auch noch mal irgendwann wieder zur Raid fahren. Gerade wenn ich die nächsten beiden Baume gebaut habe, stehen ja wieder noch zwei aus. Und die fressen immer so viel Emerald. Also manchmal frage ich mich, ob ich nicht doch eine stackende Raid Farm brauche. Weil die normale braucht halt auch ihre Zeit. Moment, das ist total falsch, was ich hier mache. Moment, Moment, Moment. Ja, hier kommt das Wasser rein. Können wir uns überlegen, was wir da hinpacken.
So, das ist Andesite, das nehmen wir immer. Das brauchen wir gerade auch für die Maya-Stadt sehr viel. So. So, das Interessante ist jetzt, ich will das hier durchfließen lassen. Weil irgendwo unter uns ist nämlich die Anbindung dann für die für das Sortiersystem. Aber definitiv nicht hier. Wo war denn das? So, wir zeigen nach Osten. Facing East. Ja. Oh je, wie machen wir das? Ich hole auf jeden Fall nochmal Wasser. So, das hier nehmen wir weg. Wir arbeiten hier sehr dreidimensional, muss ich dazu sagen. Warte, wir können das mit einmal laufen beenden. Wir müssen nur die Schere weglegen. Mit Scheren soll man da sowieso nicht laufen. Wie arbeitet man in diesem Spiel bitte nicht dreidimensional? Hast du Star Trek der Zorn des Khan gesehen? Nur wenn man sich in einem dreidimensionalen Raum befindet, heißt das nicht, dass man dreidimensional denkt. Mein räumliches Vorstellungsvermögen ist leider sowieso für den Arsch. So, hier geht's lang.
Ich würde gerne das irgendwie markieren, dass das, dass man von unten. Ich meine, das Wasser tropft ja durch. Okay, das war risky. Hier sind wir. Können wir das vielleicht noch ein bisschen so ziehen, dass wir das hier sehen können? Das wäre irgendwie cool. Wenn man gelegentlich da vorbeiläuft und man einfach da dann das Zuckerrohr durchfallen sieht. Na, bringt aber auch nicht mehr. Damit kommen wir auch nur bis hier. Wobei, wir können auch zweilagiges Glas machen. Wie sieht das aus, wenn wir das tun? Ich meine, das ist jetzt wirklich einfach nur Spielerei, was ich hier mache. So, das machen wir auch mal gerade auf Sandstein. Ja. So. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie sich das verhält. Ja, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall unterbrechen. So, wir machen einfach mal, na, da so ein Ding hin, dass da nichts spawnt.
Na, das ist nicht korrekt. Das ist richtig. Ja, da ist der Komposter direkt pünktlich, dass wir ihn wieder zurücksetzen können. Was mit dem anderen? Hallo. So, und hier müsste das Wasser dann einfach nur durchlaufen. So, dann den auch. So, wir brauchen Seelaternen und Glas. Ach, wir haben gar nicht so viele. Aber wir haben die in der Lichtkiste, stimmt. Glas brauchen wir. So, wir packen mal das, den ganzen Stein weg. Eisenerz, Diorite. So. So, hier ist das. Wir brauchen nur irgendwie ein paar Schilder oder Leitern oder sowas. Nehmen wir die, von denen haben wir genug und die verwenden wir eh nicht für die Bäume. Na. So. Wenn wir das jetzt da durchschmeißen, landet das in dem Hopper. Das heißt, theoretisch müssten wir da gelegentlich dann Sachen durchfallen sehen. So, und das müsste dann einmal bis hierhin durchgelaufen sein. Jo. Funktioniert. Und vor allem hat das eigentliche Zuckerrohr dadurch eine sehr kurze Strecke und verweilt nicht lange im Sortiersystem. Das ist eigentlich ganz optimal so.
Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Dings, aber wir brauchen auch nochmal ein Schild. Wir kamen bis jetzt sogar ohne Eis klar, das finde ich interessant. Wir haben es jetzt alles mit Absenkung gemacht. So, wir werfen jetzt, wir tun jetzt einfach so, dass, als wäre das hier Zuckerrohr. Es fließt da lang, ja. Wenn das alles geklappt hat, müssen wir es unten in dem System wiederfinden. Ich hole mal gerade Wasser, wo ich schon dabei bin. Ich akzeptiere dieses Glas als Zuckerrohr. Das erwarte ich auch. Da ist es. Nice. Lustig wird es jetzt nur weil auf der einen Seite baue ich halt so ein Modul nochmal auf der anderen Seite, aber auf das andere möchte ich halt auch noch nach oben ein Modul haben. Das heißt, ich muss es hinkriegen, dass hier das Zeug runterfallen kann. Aber vielleicht mache ich das, vielleicht lasse ich lasse das was, das, ja, das ist easy. Easy. Oder relativ easy. Wobei, nee, das geht nicht, weil das Ding ist, es geht bis, wobei doch, geht. Geht, ist kein Thema eigentlich. Wobei, nein. Das Ding ist, wenn ich hier, wenn ich es da oben, das Wasser dann hier mache und es dann praktisch einmal so und danach hier fließen lasse, kommt, dann landet das Zeug hier. Hier auf dem Sandstein. Das geht nicht. Also da... Das wäre uncool. Wenn ich es genauso mache... Du musst beweisen, dass du das Glas auch so akzeptierst, wenn du als Zucker verkraftest. Wenn du das nicht kannst, bist du einfach intolerant. Ich bin nicht glasphob, okay? Sollen wir hier mit Jack-O-Lanterns arbeiten? Macht das Sinn? Ich habe irgendwie Lust, hier mit Jack-O-Lanterns zu arbeiten. Zuckerrohrphob, auch nicht. Das Problem ist, hier will ich Glas. Wenn ich hier kann ich eine Lücke lassen, das, also hier in dem, aber das ist kein Problem, weil wenn ich dann hier Glas habe, dass wir das alles schön beobachten können. Also praktisch so und dann so, so. Das hindert ja das Zeug nicht daran, darunter zu fließen. Doch, das geht, das ist gar kein Thema. Was sage ich denn? Natürlich, das ist kein Problem. Ich benutze ja... Warte... Müssen wir nur noch extra craften, da habe ich gar nicht dran gedacht. Davon brauchen wir 32. Oh, das wird jetzt ein Krampf, das zu craften. Wir brauchen Zauntore. Und auf denen können wir auch Wasser fließen lassen. Aber es gleichzeitig können Items da durch. Ich bin hier komplett falsch. Ich muss runter. Unten ist Holz. Ich habe tatsächlich für die Drowned Farm so viel Zeug von den Zauntoren craften müssen. Das war nicht schön. Reicht das? Ich brauche nur 32. 8 für jedes Modul. Das genügt sogar. Wir hätten nur einen halben Stack gebraucht. Okay, dann tun wir das mal eben gerade manuell zurück.
Ich habe heute einfach auf heute? Oder war es gestern schon? Auf Twitter von wegen J.K. Rowling ist mega getriggert, weil die Monarchie jetzt hier geschlechtstransitioniert. Ganz ehrlich, ich musste lachen. Oder zumindest schmunzeln, weil ich meine, klar, das hat sie nicht gesagt, aber sie hat es irgendwie schon verdient, dass man sich so über sie lustig macht. So. Das geht. Und wenn wir jetzt hier gucken. Das ist Blödsinn. Die hier sind dafür da, dass das Zeug dich nicht überall verteilt, wenn die Pistons ausfahren. Und da drüber brauchen wir nochmal eine Reihe. Aber wenn die nicht alle offen sind, dann fallen die Sachen ja nicht da durch. Ich hasse gerade alles. Das ist doch eigentlich nicht so schwer, die zu stacken. Wir brauchen halt nur noch mal 4 Blöcke nach oben. Hoch? Nein! Das arme Wasser. Es wurde zerquetscht. Na. Mist, ich verstehe es gerade nicht. Also ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll. Ich bräuchte irgendwas, was horizontal nicht durchlässig ist, aber vertikal schon.
So, macht es Redstones, zerstört den Sand. Vielleicht werde ich end-cancelled. Das ist doch schon mal gut. So, pass auf. Wir müssen wissen, welche Höhe das hat. Und zwar, wenn wir noch vier raufzählen, 1, 2, 3, 4, dann ist das Looking at Block 61. Und wir sind hier auf Höhe 60. Die Frage ist halt, geht das, dass wir von hier aus dann auch hier hinsehen? So, weg mit dem Sand und dem ganzen Zeug. Wir müssen das da oben echt in Ordnung bringen.
So. Wir brauchen das hier. Alles klar, irgendwann mein T-Hub-Konzert machen zu müssen. Liebe ich ja. So, pass auf. Funktioniert das? Wenn ich jetzt hier... So, und jetzt... Es fällt direkt durch. Landet aber zum Teil hier drauf. Oh je. Ich habe das Gefühl, es wird nicht verlustfrei sein. Ich hupe immer überall durch, um deinen Wohnort zu finden, weil ich weiß, dass sobald ich hupe und es im Stream zu hören ist, habe ich dich gefunden. Ja, natürlich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gerade absolut nicht. Hi Keeper, willkommen zum Stream. Verkaufe deine Adresse jetzt für 50 Euro. So wenig ist dir meine Adresse wert? Ich bin beleidigt. Abgesehen davon, dass meine Adresse ja jetzt auch nicht geheim ist. Dank deutschem Internetrecht und so. Ich mach das mit halt ganz vielen Streams. Jetzt hat es deswegen darf ich kann ich pro Stream 50 Euro nehmen. Was? Hä? Das ergibt mal so gar keinen Sinn. Wir brauchen mehr Sandstein, stelle ich fest. Wir brauchen mehr Sandstein. Und weg mit der Stufe hier. Ich habe jeden Stream in Deutschland offen. Von random Orten und höre dann auf so einen Stream zu. Aber wie kannst du zuordnen, in welchem Stream es dann war? Du kannst ja nicht alle Streams gleichzeitig halt im Vordergrund haben.
Ich glaube, dein Plan hat noch so ein paar Löcher. Kann aber auch nur ich sein. Hab ein Programm dafür. Easy. Ach, ist das so ein Teil wie hier, das dir Informationen aus dem Nichts erschafft? Dass dir deine 1-Pixel-Bilder hochskaliert auf 4K? Die Wortleute denken sich jetzt so, what? Das mit dem Skalieren geht ja mit jedem Programm. Stimmt. Und es erhöht ja auch noch die FPS-Zahl. So, das können wir dann aber so positionieren. Höher gehen wir auf jeden Fall nicht, weil über uns ist schon der Weg. Mein Programm weiß genau, wie meine Hupe klingt. Dann kann sie rausarbeiten, bei wem es zu hören war. Was für Hightech hier? Warum bist du eigentlich nicht beim BND? Oder vielleicht bist du ja beim BND. Die Story wird ja immer interessanter. Oh ja. Das eskaliert gerade sehr schnell. So, wir brauchen noch mehr von den... Also abgesehen davon, dass wir mehr Wasser brauchen, wir brauchen mehr Sandstein. Vielleicht habe ich ja die Software von denen geklaut. Akte X-Musik intensiviert sich. So, Sandstein. Wo ist Sandstein? Need more. Na. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass wir... Ich glaube, wir müssen uns hinlegen. So. Jetzt aber, wir packen mal hier einfach mal Glas hin, sicherheitshalber. Falls wir irgendwann hier den Weg weiterführen sollten von einer der oberen Etagen, können wir dann direkt uns orientieren. Meine Adresse ist ja echt öffentlich. Ja, ich sag ja, deutsches
Deutsches Internetrecht. Du darfst dich erstmal für alle doxen. Das kannst du halt in anderen Ländern auch keinem erzählen. Ja, komm, Elytra, her damit. So. Das heißt, die Module hier sind soweit eigentlich durch. So, wir brauchen mal 4 von den Dingern, würde ich sagen, von den Stufen. Da machen wir da ein kleines Fenster rein. So, und was wir auch brauchen. Wir brauchen Zuckerrohr. Weil dann kann die Fahrt nämlich eigentlich theoretisch schon laufen. Man muss wegen Datenschutz in Deutschland häufig so viel unterschreiben, aber dann das, ja. So, mal eben einen 64er-Stack von dem Zeug holen. Wo ist der Elytra? Ich muss hier runter. Die Fackel wird nicht verschwendet. Warte, wir wollten ja mit Dings arbeiten, mit Jack-O-Lanterns. Ich bin ja auch blöd. Die guten Seelaternen hier verschwenden. Na komm, lass mich hier durch. Spiel. Wie findest du, wenn ein Zuschauer von dir vorbeikäme? Unangekündigt? Ziemlich uncool. Na, nein, das wollte ich nicht.
Ich habe viel zu wenig Platz. Wir brauchen wirklich ein Inventar-Update. Mojang, mach mal. Mit Ankündigung darf man das gerne machen. Was ist die Erwartung, dass ich die Leute dann zu Kaffee und Kuchen einlade? Das wird nicht passieren. So, wir gehen nach oben, weil hier oben ist auch der Komposter. Ich erwarte eine Runde Mario Kart oder so. Ich habe immerhin schon die Siedler als Stream-Belohnung. Das wird reichen müssen. Oh je, die arme Schere. Aber ich muss sagen, Steve ist echt talentiert darin, Kürbisse auszuhöhlen. Oh, geht perfekt auf. Passt ja auch. War ja ein Stack Kürbisse, also sind es 4 Stacks von den Kürbissamen. Hier fehlt ein Kürbis. Hol dir Dolphin und streame Mario Kart mit deiner Community. Ich brauche wahrscheinlich sowieso irgendwann eine Capture Card, weil ich festgestellt habe, dass Star Trek Armada. Ich krieg's zwar zum Laufen, ohne Umstände, aber OBS erkennt es ums Verrecken nicht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich. Mist. Dass ich die Jack-O-Lanterns sehe mit Misas Pack. Was die jetzt für einen Effekt haben. Und das ist, by the way, ohne das PBA. Also, es gibt zwar jetzt Iris 1.3 und das hat PBA, aber es ist halt für Minecraft 1.19.2 und es braucht. Das Ding ist, ich glaube, es würde vielleicht sogar funktionieren, aber es braucht die neue Version von Sodium und die ist nicht kompatibel mit Replay Mode. Eine Switch hat im Haushalt Einzug gehalten, aber es ist nicht meine. So, das wäre Modul Nummer 1.
Ein GameCube-Emulator, mit dem man online spielen kann. Okay, ach, dann für was war auf dem GameCube? Double Dash? Ah, hier geht's runter. Das heißt, das sollten wir vielleicht auch tun. So, und hier müssen wir dann unbedingt weiterziehen, weil sonst sieht's komisch aus. So, dann haben wir hier ein kleines Fenster. Mario Party. Mario Party ist aber auch so ein komisches Spiel einfach. Mario Kart macht halt im Prinzip eigentlich das, was Dumbledore am Ende vom ersten Harry Potter im Prinzip macht. So, du hast die ganze Zeit geführt, aber du gewinnst trotzdem nicht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, und dann ziehen wir hier auch noch eine Treppe rein. Ich sollte vielleicht mal die Spitzhacke wechseln, dass wir ein bisschen Cobblestone bei der Gelegenheit sammeln können. Wusstest du, dass die Macherin von Harry Potter transphob ist? Ich habe da vorhin einen Witz drüber gemacht. Die Frau ist eh komisch wie sonst was. Ich meine, sie hat ja auch ein Buch unter einem anderen Pseudonym geschrieben. Der bekannte, der Name, den sie verwendet hat, ist bekannt dafür, also gehörte auch jemandem, der Conversion Therapy und so gemacht hat.
was sie angeblich nicht gewusst haben will, wo man sich aber denkt, wenn man einen Namen auswählt für ein Pseudonym, dann guckt man doch, ob der zumindest schon benutzt wurde, oder? Also das würde ich machen, wenn ich unter dem Namen ein Buch veröffentlichen will. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ansonsten ist es ja so, ja, also ich habe nie gesagt, dass Harry Potter weiß war, aber du hast für deine Filme darauf bestanden, dass alle Schauspieler britisch sind, zumindest alle Hauptdarsteller, und du hast auch nie widersprochen, wenn die Charaktere, vor allem wenn das Haupttrio auf den Büchern, auf den Einbändern weiß dargestellt wurde. Also jetzt tu mal nicht so. Ich meine, dass sie Dumbledore von Anfang an als schwul interpretiert hat, das glaube ich ihr sogar noch. Aber es führt halt auch nirgendwo hin. Ich meine, das wird jetzt mehr fürs Queerbaiting eingesetzt als für alles andere. So, tut sich hier überhaupt schon was? Nö. Aber gut, deswegen möchte ich ja zwei Doppelmodule haben. Hast du mittlerweile das von Mimi geguckt? Nein. Warum nicht? Weil ich ein beschäftigter Mensch bin. Wenn ich nicht beschäftigt bin, bin ich müde. So wie heute, wo ich fast den Stream abgesagt hätte, beziehungsweise sogar abgesagt habe und dann mich entschieden habe, ihn doch zu machen. Weil ich eine halbe Stunde nach Stream-Zeitpunkt dann doch halbwegs fit war. Das Ding hier möchte ich eigentlich auch noch vergrößern. Abgesehen davon, dass das hier halt jetzt total Krebs ist. Guckt euch das an. So, wir brauchen den Sandstein. Das sind 8, okay. Das heißt, hier müssen wir anders handhaben. Mann, ich dachte, wir könnten. Wobei, doch, können wir immer noch. Ha! Pass auf.
Krieg 17. So, dann ist es nämlich immer noch hier die schöne Treppe. Weißt du, wie mein Video-Backlog aussieht? Das ist nicht schön. So, wir brauchen noch 13 Sandstein. Ich muss ja echt mal mit der Farbmaserung arbeiten, die ich auch oben habe, dass ich ein bisschen das besser nachverfolgen kann. So, das kommt auch weg. Niemand braucht die Schilder hier. So, hier. Ich habe immer noch den Kompost da drin. Das ist natürlich auch sehr cool. Na. So, wo haben wir denn mal kurz das Redstone-Kit? Nein, das ist nicht mein Redstone-Kit. Lava? Redstone, hier. Hier hatten wir doch auch, genau, hier hatten wir auch Kompost da drin.
So, wir können noch mal das Inventar leeren und noch mal ein paar Sandsteine holen. Ja, das Ding ist, das ist ja, weil das kann ich auch mit weniger Hoppern lösen, denke ich. Könntest kaum weiter weg von mir wohnen. Gut, das ist leider nicht so unwahrscheinlich, wie ich im Laufe der Zeit festgestellt habe. So, einmal hier bitte reinhauen. Wir brauchen unbedingt eine Schulkerbox in der Ecke, das geht nicht weiter so. Irgendwie habe ich eine Redstone-Fackel gekillt, wie es aussieht. Ich glaube, ich ahne auch wo. Jo, hier.
Moment, das müssen wir ändern. Das sieht nicht gut aus. So. So, das hier oben sehen wir eigentlich sowieso nicht, aber ich mache es mal trotzdem richtig. Ah, hier wächst es. Oh. Und tschüss. Aber... Hä? Eine Reihe müsste doch jetzt komplett abgearbeitet sein. Kannst du, dass du einfach mal eine Bushaltestelle vor deiner Haustür hast? Ja. Klingt praktisch, wenn man mit den Öffis fahren würde, ja. Hallo, Spiel, lass mich in die engen Stellen.
So, dann machen wir hier. Moment, das machen wir kurz auch mit Glas. Ich glaube, die Information ist wohl, und das ist nicht mehr 50 Euro wert. Schade. Na, nein. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, das zweite Modul hat oben geerntet. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum das... wie das geerntet haben kann, obwohl das da unten noch alles steht. Aber klar, wenn das natürlich... Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Da habe ich wieder... Da waren meine zwei Gehirnzellen wieder überlastet anscheinend. So kann man sich natürlich auch vor Doxing-Angriffen schützen, einfach selber machen. Ja, klar. Du kannst meine Adresse nicht leaken, denn ich habe es schon selbst getan. Neun. Das könnte sogar perfekt hinkommen, aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich nicht. Ja, dann ist so zur vollen Stunde auch immer eine Kirchenglocke hören, dass es geht. Genau, ein Glasblock fehlt uns natürlich. So, damit hätten wir... Wobei, warte, wir müssen auch noch den Weg unten, das Ding unten fertig machen. So, ich bin mal gespannt, ob... Ja, wir sind in einem beschissenen Winkel leider, aber vielleicht sieht man ja mal... Wobei, wir können... Wir können... das noch ein bisschen ausdehnen, dass wir noch ein bisschen mehr Winkel haben. Weil dann sehen wir nämlich auch von hier ein bisschen mehr. So, Obsidian, wir wollen ja das Netherportal auch gleich wieder hier hinsetzen, aber ich will diese Smooth Slabs hier nicht mehr haben. So, dann machen wir nämlich hier auch.
Ah, wir brauchen sogar nur 17 statt 18. Hier muss ich mal ein bisschen was überlegen, aber das ist soweit schon mal okay. Ja, das ist gerade alles nicht gleich hoch. So, dann wollen wir doch mal. Wenn das Portal wird uns im Weg stehen, wenn wir dann nach oben hin noch eine Etage ziehen sollten. Mist, das wollte ich nicht. Ja, stimmt. Das ist ja. Das Feuerzeug ist ja hier drin. So, dann ist das nämlich auch wieder verbunden. So, aber damit haben wir jetzt hier ein bisschen was Freundlicheres irgendwie. Hast du irgendwie einen Privatparkplatz im Garten? Nein. Also Garten haben wir auch in dem Sinne nicht richtig. Also anscheinend stalkst du mich gerade auf Google Earth. Moment, wir müssen mal kurz. Moment, das ist falsch. Nee, war richtig. Mann. Jo. Ich sehe dich durch Fenster Minecraft streamen. Ja. Warte, jetzt ist es aber, glaube ich, doch richtig, wenn wir hier das hier machen, oder? Das ist so. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Ich bin Firefox-Browser-Fenster. Was für magische Mittel beschreibst du hier? Hexe verbrennt ihn!
Komm, wir brauchen schon ein bisschen mehr Sandstein, glaube ich. Ich glaube, bald kann ich auch mal wieder in zum Sandduplikator gehen. Moment, hier habe ich es jetzt aber auch drei breit gemacht, oder? Ja, dann mache ich es da drüben auch drei breit. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier irgendwie verbinden. Na. So, wir tauschen nochmal die Dings aus. Und packen hier nochmal Sachen rein. Na, Mist. Wohnst du in der WG? Warum? Das sind einfach nur ein 6-Parteien-Haus. Ja, wir haben 6 verschiedene Mietparteien hier drin. Das kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen aufhellen hier. Aber noch ist alles spawnproof. Huch, nein, 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 nein. Das ist nicht cool. Theoretisch könnte man auch einfach 2 Nether-Portale machen. So hier eins und direkt drüber noch eins, dass ich halt den, dass der obere Teil von dem hier der Boden vom unteren ist. Das wäre vielleicht noch die eleganteste Lösung. Sollten vielleicht mal gucken, ob das, was das Sortiersystem unten sagt, ob irgendwas durchgeflutscht ist, was nicht rein sollte. Also gewissermaßen dockst du die anderen Leute. Nein. Weil ich ja nicht verrate, wer da wohnt. Ich meine, das ist ja, dann würde Google Earth ja alles doxen, weil überall wohnen irgendwie Leute. Oh, es fließt hier durch. Das ist schon sehr cool.
müssen mehr mit Wasserströmungen arbeiten, statt mit Hopperlines. Das ist echt viel angenehmer so. Und ist auch nicht so performance-lastig. Oder dürfte nicht so performance-lastig sein. So, die Frage ist, ich weiß halt nicht, ob ich hier noch was reinziehen will hier oben. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich das haben will. Ob man dann hier praktisch so eine Art Geländer hat, wo man dann drüber gucken kann. Und halt wirklich eine volle Etage. Das muss ich mir noch irgendwie überlegen. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist hier da drüben die Seite. Das müssen wir auch noch auf jeden Fall ein bisschen ausbessern. Abgesehen davon, dass es scheiße aussieht, ist das ein bisschen wenig jetzt als Farm. Stimmt, wir haben das ja gar nicht an Sortiersystem angeschlossen. Das sollten wir dann bei der Gelegenheit vielleicht auch tun. Wir sind jetzt geübt. Ich meine, dass die anderen in Gefahr bringst, wenn du ein großer YouTuber wärst und dich regelmäßig Leute besuchen würden, dann müssten auch die anderen Leute darüber reiten. Wenn ich ein großer YouTuber wäre und mich regelmäßig Leute besuchen würden, dann würde ich wahrscheinlich nicht in einer 6-Parteien-Mietwohnung wohnen. Was ist hier direkt darunter? Das hier. Wie macht man das denn am geschicktesten? Okay, hier geht auch nichts, weil das ist direkt miteinander verbunden. So, lassen wir mal kurz weg. So, sagen wir, ich will hier das Ding haben. Dann komme ich genau hier raus, das passt nicht. Das Ding ist, hier kriegen wir auch... Ach Mist, das ist doch alles blöd. Hier kriegen wir halt auch keinen Wasserstrom hin, würde ich mal behaupten. Kurze Frage. Wenn ich jetzt hier zwei miteinander stecke, dann... Sie verbinden sich hier und sie verbinden sich oben. Okay, das geht. Das ist schon mal gut zu wissen. Skurrile Diskussion, zumal ich nur den Chat mitbekomme. Ja, guckst du den Stream auch gemutet? So, dann kriegst du natürlich nur den Chat mit. Du hast doch keine Telefonnummer veröffentlicht. Ich habe eine Telefonnummer veröffentlicht. Unser Anschluss hat tatsächlich mehrere. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wobei, wenn wir... Ja, es könnte gehen.
So, das geht schon mal. Ich brauche Sand. Haben wir Sand hier? Ja, haben wir. So ein paar Kakaobohnen. Pass auf, wir machen es richtig. Hoch. Wenn ich die Telefonnummer anrufe, geht dann jemand dran. Wenn du die Telefonnummer anrufst, muss ich wahrscheinlich erstmal den Wort nachbearbeiten, weil dann Musik läuft. Wenn ich dir sage, was für Musik das, rufst du wahrscheinlich auch noch wirklich an. Megalovania. Passt. Ich würde eher anrufen, wenn du es mir nicht sagst, weil dann will ich es rausfinden. Ich habe das Gefühl, beides könnte dir einen Grund geben, anzurufen. Ist die Musik Copyright? Ja. Das ist totaler Blödsinn.
Oh je, oh je, oh je. Wir müssen es noch breiter machen. Ja, wie gesagt, wenn du die Nummer anrufst, dann klingelt es halt in meinem Studio. Ach so. Ja, das ist gut, das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann haben wir nämlich hier nicht das Problem. Wobei man hier, oh, hier könnte man ein bisschen mit indirekter Beleuchtung arbeiten. Komm schon, sag, was der Klingelton ist. Du warst mit Megalovania vorhin schon gerade nicht so weit davon entfernt. Bonehause, das ist tatsächlich der Klingelton für das normale Telefon. So, ich hoffe, ich habe hier nichts kaputt gemacht mit den bisherigen Geschichten, aber ich glaube nicht. Ja, schaffen wir es vielleicht, das in den normalen Abfluss zu integrieren? Geht das? Na. Das ist nicht cool. An deinem Boss-Theme, da bist du sehr nah dran. Als ob du Undertale-Musik rausschneiden müsstest. Müsste ich tatsächlich, weil Undertale-Musik seit einer Weile bei einem anderen Rechteverwerter ist. Irgendwie hat Toby Fox jetzt inzwischen damit wohl auch in Vorbereitung auf die weiteren Releases von Deltarune das an Materia Music Publishing weitergegeben. Und die wollen weder, dass man es monetarisiert, noch sind sie dafür aufgesetzt, irgendwie, dass man sich den Erlös teilt. Deswegen hat er zum Beispiel Nick Nitro auch aufgehört, Undertale-Remixes zu machen.
weil er es nicht mehr monetarisieren kann. Wie machen wir das am geschicktesten? Enteignung. Ja, man muss halt aber auch, ich kann ihn auch irgendwie da verstehen, weil Undertale-Musik war halt jahrelang im Prinzip Wilder Westen. Und da Toby Fox auch ein ziemlich introvertierter Mensch wohl ist, kann ich verstehen, dass er sich da einfach auch nicht mehr drum kümmern will. Gut, dass man die Musik einfach benutzen konnte. Ja, vor allem ist es halt auch, also ich habe jetzt auch angefangen, in Deltarune Musik reinzuhören, auch wenn ich Deltarune selber noch nicht gespielt habe. Die Zeit soll nicht nur vorbei sein, sie ist schon vorbei, schon seit einer Weile. Stream Deltarune, das ist ein Befehl. Nein. Also das ist ein Story-Game, das will ich wenn schon so erleben. Aber ich glaube, bei Deltarune werde ich auch warten, bis es komplett draußen ist. Na, so. Ist das das Sandstone Snap? Okay, ich dachte schon. Okay, deshalb ist nur die Schattierung komisch. So, wir vervierfachen mal eben unsere Kaktusproduktion. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil jetzt ein paar von den Dingern nicht mehr so leicht verloren gehen sollten. So, die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt hin, dass das hier rüber fließt? Oder irgendwo hin, wo wir... Wenn, dann bitte Siedler 4 streamen. Wir werden mal kurz... Wir packen das mal kurz dahin. Ich pack einfach das Wasser dahin. Wir parken das da. So. Ist der Klingelton Run? Nein. Ich sagte ja, du warst mit Undyne's Battle Theme schon ziemlich nah dran. Hier könnte man es reinschleusen.
Undyne, nein. Bird that carries you over a disproportionately small gap. Ich hab gesagt, Undyne Boss Theme ist relativ nah dran. Aber man muss sagen, Toby Fox ist sehr kreativ, wenn es darum geht, seinem Soundtrack Namen zu geben. Oder halt auch nicht kreativ. Er ist halt in der Hinsicht irgendwie VR-Score. Na. Hier, wir packen einfach das Wasser in die Luft. Und da bleibt es dann auch. Okay, das ist jetzt weg. Falsches Leitmotiv. So, Frage, wenn ich jetzt in die Ecken und in die Mitte das hinpacke, das Wasser, geht das dann? Ist das dann Stonks? Das Problem ist, hier ist halt ungünstig. Wir müssen da irgendwie ein Schild hinkriegen. Oder eine Dings. Aber Schilder haben, glaube ich, keine Kollision mit Items, deswegen wäre das, glaube ich, besser. Oder halt ein Zauntor. Probieren wir das mal mit dem Schild. Jo, das passt sogar ziemlich gut. Und hier genauso. Hat es mit Undyne zu tun? Indirekt. Müsste hier nicht noch. Hä? Müsste ich hier nicht noch einmal irgendwo sein? So. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier das draufschmeiße. Ja, dann wird's drüber geschwemmt. Dann wird es drüber geschwemmt. Das ist nicht gut. Wir wollen nicht, dass es drüber geschwemmt wird. Waterfall. Wie gesagt, indirekt. Nein, 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 fuck. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt kein Problem. Wir machen es nicht mit Schildern, wir machen es einfach mit Dings.
Battle Against a True Hero. Du bist sehr nah dran. Komm, jetzt gibt's eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Und ich würde behaupten, du hast die Power of Neo, richtig. Ich war jetzt nicht sicher, ob du da drauf gehst oder auf But the Earth Refused to Die. Aber das hätte halt nicht indirekt mit Undyne zu tun. Deshalb ging ich jetzt davon aus, dass du eigentlich alles hast, um auf die richtige Lösung zu kommen. Nein, nicht. Gottverdammt Spiel. Okay, wir haben zum Glück nur die Erde weggemacht, die nicht wichtig war. Also das, was kein Farmland war. Schwerster Bosskampf im Spiel, by the way. Das Ding ist aber auch, dass so viele Leute Metatron Neo nicht verstehen. Weil so viele Leute denken, er hält einfach nichts aus und deshalb, ne? Aber. Und von wegen, wenn, es gibt zum Beispiel halt die Idee, was wäre, wenn Undyne, The Undying und Metatron Neo gemeinsam gegen den Spieler kämpfen würden. Und manche sagen dann, Undyne müsste dann halt tanken und ich denke so, nein. Entweder gehen beide halt in einem Treffer drauf oder halt nicht. Es kommt halt drauf an, an welchem Punkt du ihnen begegnen würdest. Aber ich meine, die Leute verstehen auch alles Sans nicht. Oder Kara ist recht. Bock. Ich habe tatsächlich schon oft genug überlegt, ein Video dazu zu machen, wo ich auch ein bisschen auf meine Erzieherausbildung zurückgreifen kann, warum die Leute einfach Kara komplett missverstehen. Und auch da Sachen reininterpretieren, wo ich mir denke, das glaube ich nicht, dass Toby Fox das gemeint hat. So, jetzt haben wir das. Aber wir haben immer noch Stellen. Ich weiß nicht, wie ich die Wasserströmung angeht. Was Kara angeht, die Leute schieben einfach alles auf sie, weil das Spiel immer sagt, dass man selber schuld ist. Yo. Beziehungsweise die Leute unterschätzen halt, finde ich, auch die Autonomie von Frisk. Frisk handelt in Pacifist Run auch autonom, aber alles, was Frisk macht, was im Genocide Run macht, was nicht der Spieler vorgibt, ist dann angeblich wieder Karas Angelegenheit. Ich denke mir so, nein. Ihr habt irgendwie überhaupt nicht aufgepasst. Oder auch, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die denken, dass Sans Zeitlinien wahrnehmen kann, werde ich kotzen. So, wie machen wir jetzt hier die Verkabelung, verdammt? Ich will nicht mit Hoppern arbeiten. Oder wir lassen das Wasser irgendwie alles. Wir machen einfach zwei Dinger draus. Sans guckt einfach das Gesicht an, das ist mir sagen. Ist auch richtig so. Sans weiß, dass Zeitreisen möglich sind und er erkennt halt, wenn Frisk eine Situation nicht zum ersten Mal erlebt. Das ist aber auch alles.
So, jeder, der behauptet, dass Sans irgendwie Zeitlinienwahrnehmung hätte darüber hinaus, hat es nicht verstanden. Hi Casperino TV, wir hydrieren einmal. Ich sollte nach dem Stream unbedingt was essen. Auf leeren Magen trinken ist nicht so gut. Oh ja, das ist nicht gut. Ah, Hilfe. Boah, auf leeren Magen trinken ist echt uncool. Zum Glück habe ich Hydrieren auf einen Timer gemacht, weil sonst könntet ihr mich jetzt richtig damit quälen. Können wir vielleicht die mittlere Reihe hier doch nutzen? Geht das? Na, hier. Das Problem ist, die Sachen gehen dann hier hin. Das heißt, wir müssten hier in die Ecken auch packen. So, theoretisch, ich sehe hier nichts, wo kompletter Stillstand wäre. Also eigentlich müsste das Spiel damit klarkommen. Und zumindest hier die beiden inneren könnte man noch verwenden, denke ich. Ich ganz ehrlich, selbst den hier, die kann man noch verwenden. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Wasser in Minecraft ist so weird. Nein, aber ganz ehrlich, so wie das Undertale-Fandom halt die Charaktere bis versteht, deswegen scheue ich mich, glaube ich, auch davor, mir Fan-Serien und so anzugucken, außer Glitch Tale. Weil bei Glitch Tale merke ich eigentlich jedes Mal, die hat's verstanden. Die hat einfach alle Charaktere verstanden. Ich meine, sie nimmt sich zwar auch noch ein paar Freiheiten raus, aber das hat einfach mehr mit dem Animationsstil zu tun. Also, so wie sie den Bosskampf gegen Sans in Megalomaniac darstellt, funktioniert der Kampf nicht im Spiel, aber sie sagt halt auch, dass Frisk der Spieler ist. Also, die Trennung hat sie halt nicht. Das macht aber, ist aber einfach durch den Sprung von Spiel zu Animation einfach bedingt. Das sollte ich vielleicht sagen. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, eine Glitch-Tale-Analyse zu machen. Das Ding ist, im Moment, ich würde den Content, also das wäre viel Arbeit für wahrscheinlich sehr wenig Aufrufe, wenn ich meine Zielgruppe bedenke. Und ich würde es deshalb gerne monetarisieren. Ich weiß nicht, ob Cammy da was gegen hat. Also für Reaktionen kann ich ja verstehen, dass sie was dagegen hat, aber ich weiß nicht, wie es bei Analyse oder halt Review aussehen würde, wo halt auch wirklich eine Eigenleistung stattfindet. Und das Ding ist, sie hat halt auch keine gute Möglichkeit angegeben, direkten Kontakt zu ihr aufzunehmen, keine Business-E-Mail-Adresse oder so, und deshalb habe ich es bisher gelassen. So, selbst wenn die Hälfte der Zeit auf dem Sandstein landen würden, würden sie noch ein bisschen was beisteuern. Ich meinte gerade, wie kaputt das Undertale-Fandom ist. Und dass ich überlegt habe, eine Glitch-Tale-Analyse mal irgendwann zu machen. Weil das so ziemlich die einzige Fanfiction ist, zu Undertale, die ich als gut gemacht finde. Beziehungsweise, wo ich finde, dass die Charaktere verstanden wurden.
Glitch in Analyse würde ich mir angucken, sobald ich Glitch in Analyse geguckt habe. Kann ich nur empfehlen, ist mega geil. Es fängt halt mit noch relativ schwacher Animation an, wobei es halt einfach nur, was heißt schwache Animation? Es ist auch am Anfang, es ist nicht so sauber animiert, aber es ist trotzdem halt irgendwie flüssig animiert. Wenn das Sinn ergibt. Und man merkt halt bei jeder Folge, dass sie besser im Zeichnen wird. Und im Laufe von Staffel 2 wird es halt im Prinzip wirklich zu Undertale der Anime. Ja. Das ist Kacke, was wir hier haben. Naja. Dann haben wir zumindest halt ein paar, die zumindest die Hälfte der Zeit was beisteuern. Die zweite Staffel habe ich reingeguckt. Ja gut, die ist ja jetzt seit einiger Zeit auch durch. Sie arbeitet ja jetzt an der dritten Staffel, die ja ein Prequel ist. Und da gibt es dann auch noch Custom Voice Acting, was einfach mega OP ist. Aber auch da, also wir hatten bis jetzt eine Animatic davon. Und du merkst einfach, was sie alles wieder an Parallelen zieht. Zu Dingen, die bereits passiert sind. Oder beziehungsweise die aus Sicht des Prequels halt noch geschehen werden. Und das ist einfach mega cool. Wow. Das ist einfach ein Pinguin mit einer Pharao-Maske. What the fuck? Welcher Patron hat das denn verbrochen? So, das kommt da rein. Bei deinem Programmieren schon mal den einen Hopper unten. Dass die Kakteen auch wissen, wo sie hin sollen. So, wir brauchen einen Bilderrahmen. Was besser noch Neo angeht, wurde gesagt, dass er ursprünglich als Kampfroboter gegen Menschen gedacht war. Ich habe das so interpretiert, dass nur sein Killer-Aussehen noch funktioniert, aber alles andere entfernt wurde. Ist eine mögliche Interpretation. Ich würde aber, ich glaube, die eigentliche Botschaft von diesem Bosskampf ist, dass dich an diesem Punkt nichts mehr herausfordern würde. Du bist halt schon durch komplett Hotland gelaufen, hast alles geone-shottet und dann scheint dich das Spiel halt endlich wieder mit einem Bosskampf zu belohnen und dann ist es einfach auch genauso schnell vorbei. Und ich würde behaupten, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn er auf einmal da Undying gestanden hätte, weil an dem Punkt hättest du sie auch in ihrer Undying-Form einfach geone-shottet. So, das hätte keinen Unterschied gemacht. Und umgekehrt, wenn die beiden ihre Positionen tauschen würden, also vorausgesetzt, dass Metatons Waffen und so funktionieren, so dann hätte er auch gegen dich kämpfen können und vielleicht auch was gerissen. Wobei Metaton halt immer noch den Nachteil hat, dass er keine Entschlossenheit hat, also von daher
kann es sein, dass du ihn wahrscheinlich trotzdem noch gewone-shottet hättest. Und was man halt bei Metatron auch noch halt mit beachten muss, anders als Undyne hat er halt keinerlei Kampferfahrung. So, jetzt müssen wir noch... nein! Nein! Boah, manchmal ist Instant Mining echt schlimm. So, jetzt müssen wir uns nur noch gucken. Wir haben jetzt hier das. Ich würde hier gerne Glas hinpacken. Ich meine, am besten wäre es ja, wenn... Ja, danke, Spiel. Was mache ich hier? Ich will Sandstein hier haben, aber halt normalen. Ich will hier farbiges Glas haben. Und am liebsten wäre mir halt, wenn das Glas dann halt auch wirklich hier ein bisschen farbige Beleuchtung reinbringen würde. Aber es geht halt leider nicht. Ich glaube, Andern war einfach durch ihr jahreslanges Training dazu in der Lage, Determination auszuhalten. Ich würde es nicht mehr auf ihr Training schieben, ich würde es einfach darauf schieben, dass Andern ein ziemliches Unikat unter den Monstern ist. Ich meine, gewisse Spuren davon scheinen ja wirklich alle Monster zu haben, weil alle Monster, oder zumindest die meisten, wenn du halt einen normalen Reset machst oder einfach das Spiel lädst, jetzt Anzeichen zeigen, dass sie ein paar latente Erinnerungen noch haben. Aber darüber hinaus in einem Ausmaß, dass man es im Kampf einsetzen könnte, ist es ja eigentlich wirklich nur Undyne. So, das hier gefällt mir halt gar nicht. Hier mit den Treppen, das ging vorher... Aber jetzt geht das halt hier oben einfach alles runter. Ach Mist, hier müssen wir jetzt auch... Was man nicht alles tut, damit man keine komischen Linien hier hat. Ich meine, gut, das hier müssen wir halt jetzt irgendwie kaschieren. Ich weiß noch nicht wie. Eine These ist, dass ein Mensch mehr Schaden macht, umso böser die Intentionen sind. Ja, beziehungsweise je mehr er halt seine Hemmungen verloren hat. Und es heißt halt, je mehr du tötest, aber das gilt eigentlich, das muss eigentlich auch umgekehrt für Monster gelten. Also so wie Sans es erklärt, würde man denken, dass... Monster eben so halt dadurch, dass sie töten, stärker werden können, was halt vielleicht auch einiges erklären. Es ergibt nicht hundertprozentig Sinn, weil man dann denken würde, dass Asgore wahrscheinlich stärker wäre als Toriel,
Weil Esco hat auf jeden Fall mindestens 6 Leben genommen. Und bei Toriel, ich meine, wir wissen nicht, wie sie früher war. Aber ist irgendwie schwer vorzustellen. So, wir brauchen jetzt noch... Also wir machen einfach hier dann das hin. Die Bäume. Nein. Was denkst du denn über Gaster? Ich mag, wie er in Glitch Tale interpretiert ist. Oder interpretiert wurde. Und ich meine, so wie er in Undertale dargestellt wird, ist er halt eigentlich im Prinzip ein Charakter, wo Toby Fox gesagt hat, hier, ich gebe euch die vagesten Eckdaten. So überlegt mal, was das, wie der drauf gewesen sein könnte. Ich glaube, ich meine, er hat ja, glaube ich, einen Auftritt in Deltarune jetzt gehabt. Ich bin gespannt, was jetzt praktisch die Kanon-Interpretation ist und wie weit die von dem, was die Fans sich überlegt hatten, weg ist. So, das heißt, da können wir Kakaobohnen jetzt dran packen. So, wir packen mal hier noch das Gras hin. Tatsächlich weiß man ja seit Release von Chapter 2 alles über Gaster aus Undertale. Ist es damit jetzt im Prinzip bestätigt, dass Undertale und Deltarune ein Universum sind? Weil da war ja auch zeitweise... Es hieß ja ursprünglich, es ist keine direkte Fortsetzung. Das war ein Joke. Ja gut, ich habe Deltarune nicht gespielt und ich weiß, dass er irgendwo anscheinend auftaucht. Deswegen hätte ich mich nicht überrascht, wenn tatsächlich jetzt wirklich eine definitive Einschätzung oder Version von ihm existiert. Es gibt nur noch mehr Fragen. Das ist der Grund, wieso ich warum ich dem Warframe den Rücken zugekehrt habe. Auch wenn ich im Moment voll im Warframe-Nostalgie-Modus bin, aber ich habe mir ehrlich gesagt, ich verschwende keine Zeit mehr mit solchen Spielen. Es gibt einen coolen Typen, der dir ein Ei gibt. Was? Okay, du bist noch nicht reif, ne? Man könnte aber auch meinen, dass die Leute einfach irgendwas sehen und so. Könnte es was mit Gaster zu tun haben?
So, wir haben hier Boom. So, wir haben jetzt 22 hier drin. Soll das Deltarune wirklich spielen? Bei diesem Spiel macht es wenig Sinn zu warten, bis es fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich mich damit befassen will. Vor allem habe ich das Gefühl, teilweise, dass die Leute zu krampfhaft wollen, dass es eine Undertale-Fortsetzung ist. Oder zumindest im gleichen Universum spielt. Ich meine, ja, ich würde mich freuen, wenn es eine Geschichte im gleichen Universum wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, einige Leute wünschen sich das ein bisschen zu sehr. Sollen übrigens 7 Chapter werden. Ja gut, dann sind wir sowieso noch eine Weile am Warten. Aber dann will ich halt auch nicht jedes Mal bei den Cliffhangern immer warten. Warte. Fliegender Händler. Fliegender Händler, wir gehen gucken. Eis, nehm ich. Light Blue Dye, Feuerkoralle im Block. Sollen wir die Tulpen nehmen? Das heißt, Tulpen bringen, glaube ich, auch nicht so viel, wenn man sie nicht züchten kann. Shut up and take my money. Wo bist du? Du hast Feuerkorallenblöcke. Und gibst mir ganze 8. Und 6 Packed Eis. Dieser Händler ist so sinnlos. Also, er rotiert sowieso schon wild durch seine Sachen. Kann er nicht wenigstens ein Stack davon irgendwie verticken? So, ganz ehrlich, hier, tschüss. Chapter 1 kam 2018, Chapter 2 kam 2021. Dann gehst du davon aus, dass es 2030 fertig ist? Da bist du aber großzügig. Boah, also die Kakaobohnen wachsen echt schnell. Wenn man sie noch irgendwie automatisch ernten könnte und wieder setzen könnte, wäre es ja gut. So, 2 müssen noch fertig werden. Ich glaube, man kann mit Knochenmehl nachhelfen, aber ist, glaube ich, nicht so sinnig. Wir könnten natürlich. Welche Farbe sollen wir für das Glas hier nehmen? Ich überlege irgendwie in Richtung hellblau, aber es passt, glaube ich, am ehesten. So, irgendwas fehlt jetzt einfach noch. So, pass auf, wir schmeißen das hier mal hier durch. Wie alt bist du gerade? 25. Okay, es scheint, dass egal, wo wir es reinschmeißen, es landet da in der Mitte. Bleibt irgendwas unten hängen? Sieht gut aus.
Okay, das ist doch in Ordnung. Okay, das war mein Fenster. So, hier ist auf jeden Fall was angekommen. Ja, hallo? Wenn 99 bist, dann kannst du Deltarune spielen. Ja, dann habe ich ja noch Zeit. Ich muss sagen, es ist nicht ganz so gelaufen mit der Kaktusfarm, wie ich es haben wollte, aber jetzt passt es halt perfekt hier auf die Module hier. Und das wiederum finde ich schon irgendwie cool. Das heißt, wir verwenden einfach bestehende Infrastruktur wieder. Und haben jetzt einfach unser Kaktuseinkommen nochmal knapp verfünffacht. Ich denke, das sollte für unsere Zwecke genügen. Ich meine, das Einzige, wofür man das Zeug wirklich in gewaltigen Mengen brauchen würde, wäre halt wirklich, wenn man so einen Minecraft-Gott-Partikel-Generator erschaffen wollen würde. Dann ist halt auch wirklich das Problem, du musst das Zeug halt auch durchschmelzen. So, die Kakaobohnen packen wir mal eben weg. So, wir brauchen nochmal noch Glas. Am besten Cyan. Nehmen wir Cyan oder Light Blue? Wir probieren mal beides aus. So, Moment, einmal so. Und einmal so. Was sieht besser aus? Ich habe das Gefühl, Cyan passt besser zum Farbton der Seelaternen. Und wir haben auch nur Cyan in der ausreichenden Menge mitgebracht, weil ich habe mit 9 gerechnet statt mit 12. Ich glaube, wir nehmen Cyan. So, und für den Rest, ja. Das Ding ist, wollen wir hier noch irgendwie Glas drum ziehen? Ich habe das Gefühl, ich will noch irgendwie Beleuchtung schaffen. So. Ups. Huch, da haben wir versehentlich Concrete erschaffen. Das war aber nicht das, was wir wollten. Ich muss also noch 14 Jahre warten, bis ich in deinem Chat Deltarune-Witze bringen kann. Könnte sein. Das ist gut möglich. Nein, nicht die Schulka da rein.
So, ich glaube, den Eingang machen wir auch ein bisschen breiter, würde ich sagen. So, weg damit. Okay, das ist aber wirklich jetzt hier. Passt genau. Also irgendwas müssen. Wir können uns für den Raum bestimmt noch was überlegen, aber jetzt erstmal ja, da oben wieder zumachen. Meinst du, du wirst in 14 Jahren noch streamen und auch noch in derselben MC-Welt? Keine Ahnung und keine Ahnung. Ich glaube, ich meine, der Rekord bei Minecraft, ich weiß nicht, ob der 5-Jahre-Rekord inzwischen mal gebrochen wurde. So, wir packen das hier. Ja, das mache ich gleich nach dem Stream. Ich würde sagen, wir haben hier ganz schön was geschafft. Also, der Raum hier hat jetzt deutlich mehr Potenzial. Wir haben wesentlich mehr Einkommen, was jetzt Kakteen angeht und was auch, wenn wir mal brauchen sollten, Kakaobohnen angeht. Hier könnte man theoretisch noch Pfade lang führen lassen. Und dann könnte man hier das Ding auch noch doppelt nutzen. Das kommt noch dazu. Hier haben wir definitiv mehr Potenzial, wobei ich ja noch nicht weiß, was man da machen könnte. Wie gesagt, die Tür mache ich vielleicht noch ein bisschen größer. Aber wir können uns ja mal, ihr könnt euch ja auch mal überlegen, was wir hier in den Raum noch alles reinkriegen. Ich bin auf jeden Fall froh, wie das jetzt hier sich alles doch irgendwie gepasst hat. Auch wenn es nicht so gepasst hat, wie ich es ursprünglich haben wollte. Aber wir verwenden hier schön die Infrastruktur von unten wieder. Das heißt, das ist jetzt auch ans Sortiersystem angebunden und alles ist toll. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore. Bis dahin.